denn es ist immer wieder Wasser ins Schiff eingedrungen. Damit ist das Frühjahr offiziell eingeleitet, auch wenn es noch nicht der 21. ist. Die Übung war ja leichter als gedacht. Grüß euch beim Refit unseres in die Jahre gekommenen Pocket-Katamarans Squib mit Sabina und Peter. Dies sind die Ausführungen eines Laien. Für professionelle Ratschläge lesen Sie Fachbücher oder fragen Sie professionelle Elektriker, Elektroniker oder Bootsbauer. Ich habe heute begonnen, die Scheuerleiste zu entfernen. Ich habe bereits im Dezember mit meinem Freund Alfred das dafür vorgesehene Holz zugeschnitten. Aber ich möchte mal auf einem Stück hier schauen, was da eigentlich drunter ist. Denn es ist immer wieder Wasser ins Schiff eingedrungen und ich glaube, das ist einfach dadurch bedingt, dass hier Wellenschlag an den Rumpf geht und zwischen der Verbindung zwischen Unterschale und Oberschale immer wieder ein bisschen Wasser eindringt. Und ich will mir heute anschauen, ob man das nicht abschleifen und überlaminieren kann, sodass es von außen vollkommen dicht wird. Leider sind das ganze Schlitzschrauben, aber mit genauen Ansätzen gehen sie mit dem Akkuschrauber auf. Hier ist jetzt noch eine Reihe Schrauben, mit denen das Ganze verbunden ist. Und dahinter ist irgendeine Dichtungsmasse. Jetzt muss ich mal schauen, ob die Schrauben auch aufgehen. Denn dann könnte ich das Ganze neu abdichten. Brauche ich einen größeren Schraubenzieher und ich glaube, innen sind Kontermuttern. Ich schleife jetzt die Seite ab, damit ich mir es besser anschauen kann. Die Schrauben sind Gott sei Dank versenkt. Ich habe eine probiert zum Aufbringen. Es würde gehen, aber es würde irrsinnig lang dauern. Nachdem die erste Seite so schön gegangen ist, nehme ich jetzt auf der zweiten Seite auch die Scheuerleiste runter. Die hintere Hälfte der Reling von der Backbordseite ist jetzt auch herunter und jetzt werde ich mich dem Vorderteil am Bug widmen. Doch zuvor schleife ich das Ganze hier noch ab, damit es sauber ist. Ich habe jetzt den ganzen Nachmittag gebraucht, damit ich alle Leisten runterbringe. Natürlich sind nicht alle Schrauben aufgegangen. Ein paar musste ich dann mit der Leiste abreißen. Aber das waren maximal 5 Stück. Und mit der Grimmzange kriegt man dann die restlichen Schrauben gut raus. Es ist schon fast 5:30. Ich habe jetzt vielleicht noch eine Dreiviertelstunde, wo es hell ist. Und da möchte ich noch den Rest abschleifen. Ja, das ist jetzt die allerletzte Schraube, die ich nicht rausbekommen habe. So, die Leiste ist weg. Und oft, wenn die Leiste weg ist, kann man die Schrauben dann mit der Hand doch noch rausdrehen. Draußen.
Ich bin gerade bei einem Campingbedarfsgeschäft und habe 2 5 Meter lange Kederschienen gekauft. Und jetzt muss ich sie abschneiden, damit sie ins Auto reinpassen. Na, was sagt ihr? Sauberes Leiberl, denn ich gehe heute Abend zum Crewtreffen des Katamaran-Trainings, das ich im April leiten werde. Trotzdem bin ich zu Squibb gefahren. Das Lokal, wo wir uns treffen, ist von hier nicht weit entfernt. Und ich habe Sabina versprochen, kein Schleifen heute. Deswegen habe ich mir was anderes zum Spielen mitgebracht. Kederschienen für die Dachkante. Natürlich hebe ich mir das fesche Leiberl für am Abend auf und bin wieder in einem meiner weißen Arbeits-T-Shirts. Und noch neues Spielzeug. 10 Kilo Epoxy. Hier zeige ich noch einmal kurz, was ich gestern erledigt habe. Ich habe die gesamte Scheuerleiste runtergenommen und das darunterliegende GFK abgeschliffen. Auch auf der Backbordseite ist diese Arbeit bereits erledigt. Ich werde jetzt einmal alle 20 cm ein Befestigungsloch bohren. Doch vorher muss ich mir die Abstände markieren. Die Länge der Schiene passt jetzt. Das Einzige, was mich stört, ist, dass sie in der Mitte ein bisschen runterhängt. Da gehört es noch ein bisschen rauf. Das lässt sich aber mit den Zwingern nicht verwirklichen. Da muss ich dann wahrscheinlich jetzt einmal professorisch anschrauben. Ich werde schauen, ob das geht, ob die Schrauben in dem dünnen GFK halten. Aber dann könnte ich sukzessive noch weiter raufschieben. Ich habe jetzt die Kederschiene einmal professorisch befestigt. Wenn ich die anderen zwei links und rechts auch noch drauf habe, werde ich alle runternehmen, die Löcher größer bohren und mit angedickten Epoxy füllen, sodass dann die Schrauben besser halten. Es dauert fast länger, den Pfropfen hier rauszuholen, als das Loch zu bohren. Wenn ich diese Scheiben nicht jedes Mal raushole, wird es immer schwieriger dann. Als erstes drücke ich einmal so viel angedicktes Epoxy wie möglich ins Loch. Anschließend glätte ich es noch mit der Spachtel.
ich weiß gar nicht, wie ich meine ersten 55 Lebensjahre ohne Epoxy oder angedicktes Epoxy verbringen konnte. Momentan habe ich damit 2 bis 3 Mal in der Woche zu tun und das seit fast 3 Jahren. Seit ich vor ein paar Jahren begonnen habe, den Geräteträger für Squib zu bauen, habe ich eigentlich jedes Jahr viele Male mit angedickten Epoxy oder Epoxy- und Glasmatten zu tun. Gestern habe ich ja diese Löcher für die Kederschiene mit Epoxy gefüllt. Die sind natürlich jetzt noch nicht ganz durchgehärtet, man kann es ein bisschen eindrücken. Aber bis in 1-2 Tagen ist das so weit, dass ich dann die Schiene montieren kann. Was ich heute noch machen möchte, gleich am Anfang, ist, ich werde die Dieselheizung deinstallieren. Ich bin so optimistisch, dass ich sie nicht mehr brauche. Und wenn ich hier bin und es ist kalt, so wie jetzt, also eigentlich ist es nicht kalt, es hat 15 Grad, aber ich habe trotzdem jetzt innen den Heizlüfter rennen, einfach, dass der ganze Strom, den die Solarpaneele liefern, wegkommt und die Regler nicht abschalten. Nachdem die Dieselheizung draußen ist, möchte ich nicht nur das Batteriepodest endlich anpassen, werde ich auch endlich die Leisten zuschneiden, die oberhalb des Motors die Abdeckung formen werden. Schauen wir mal, was ich da brauche. Zuerst einmal die Klappe einhängen. Was ich jetzt brauche, ist ein Kreuzschraubenzieher, damit ich den Wärmeschlauch abbauen kann, und ein Elektroschraubenzieher, damit ich die Stromzufuhr abklemmen kann. Das Dieselaggregat hat mir im Winter gute Dienste geleistet. Ich habe vielleicht 20 Liter Diesel verbraucht, habe aber dadurch etliche Tage Wärme im Boot gehabt. Nie Probleme gemacht. Immer angesprungen. So, und jetzt muss ich das Kabel auch noch aufmachen. Da kann ich dann nämlich das provisorische Kabel innen auch abklemmen. Ich werde es jetzt noch ein bisschen oben lassen, was weiß ich, 2-3 Wochen bis Mitte April, falls ich die Heizung noch einmal brauche. Aber ehrlich gesagt glaube ich nicht. Ich werde es auf alle Fälle nach Hause nehmen. Damit ist das Frühjahr offiziell eingeleitet, auch wenn es noch nicht der 21. ist. Ich habe jetzt schon hier mal den richtigen Winkel eingestellt. Das Ganze ist natürlich ein bisschen weiter vorne, aber der Winkel ist der gleiche. Und den werden wir mal auf dieses Podest übertragen. Dazu muss ich jetzt noch überlegen, wie weit das hinrutschen soll. Jetzt schaue ich noch, ob weiter hinten der Winkel der gleiche ist. Das lässt sich schwer feststellen. Da ist mir jetzt das Brett im Weg, wo ich drauf sitze. Der hintere Winkel ist doch ein bisschen anders. Werde ich mir auch einstellen. Ja, es ist nicht ganz gerade, es ist ein leichter Buckel. Aber das kann man immer noch wegschneiden dann. Recht gut aus. Ich werde hier das Ganze noch schräg anschleifen, dann komme ich hier noch ein bisschen weiter hin, und hier hinten muss ich ein Stück einsetzen, da wird zwischen weggeschnitten, und ich muss den Motor auspacken, damit ich sehe, wie viel Platz hier bis zum Motor ist. Nicht, dass ich das einbaue und dann steht der Motor da und ich kann ihn nicht einbauen. Ich muss den Motor sowieso auswickeln, weil ich auf das Typenschild schauen muss, weil ich das Typenschild fotografieren will für den neuen Messbrief. Den letzten Motortausch habe ich ja nicht eintragen lassen. Wer viel fragt, geht bei dir. Das war das Motto dazu. Aber jetzt, wo es für die nächsten 10 Jahre gelten soll und ich sowieso den ganzen Papierkram erledigen muss, möchte ich das berichtigen.
Um hier eine bessere Auflage zu haben, werde ich hier die obere Leiste wegnehmen, damit ich das bis vorschieben kann. Dann würde das auch bündig mit diesem kleinen Mini-Shot abschließen. Zuerst einmal die theoretische Chance, ob ich die Schrauben aufbringe. Ich habe es eh gedacht. Ein Dank auf schleißige Verklebung. Geht ja recht gut. Er hat sich auch lösen lassen. Die Übung war ja leichter als gedacht. Ich habe jetzt bereits zwei Rahmen fertig und jetzt fehlt noch der dritte, der da ganz hinten anschließen soll.